Es freut mich mega, dass ich heute Miriam Tercun als Gast bei mir habe. Miriam Tercun ist 25, ist seit 13 Jahren beim FCZ Frauen am Spielen und ist ursprünglich Algerierin und Deutsche und Schweizerin. Und es freut mich mega, Miriam, dass ich dich heute bei mir als Gast habe. Ist mir eine grosse, grosse Ehre. Ist sehr speziell. Also das heisst, ja, ich würde mal sagen, ich gehe schon recht gross oben rein, indem ich Miriam Tercun bringe. Müsst ihr dann schon noch toppen. Aber ist gut, ich freue mich wirklich. Zuallererst ist mir ganz, ganz wichtig, und das habe ich auch allen Leuten versprochen, sind Credits. Das ist immer wieder ein Thema. Vergesst nicht die Leute, die euch helfen, die euch unterstützen in euren Projekt. Somit möchte ich unbedingt erwähnen Circle Fox, wo die ganze Kameraarbeit macht. Ich möchte erwähnen Adras Music, wo die ganzen Audio-Podcasts für mich bearbeitet. Ich möchte den Künstlerprint erwähnen, wo mein Merch macht. Siehe da, Fly Merch. Künstlerprint aka Young M. Ich möchte mich auch bei der Blästhetics bedanken. Stunning Make-up, wie ihr seht. Sie war heute hier und hat Vollgas gegeben. Ich bedanke mich herzlich. Und natürlich auch Vitamin Well. Die Getränke stehen nicht einfach so da, sondern Miriam ist offiziell Ambassador von Vitamin Well. Und darum auch grosses Dankeschön an Vitamin Well für die gesponsorten Getränke. Miriam, danke vielmals, dass du da bist. Wir haben uns schon kennengelernt. Wir haben eigentlich ganz viel zu besprechen heute. Mhm. Wieso es mir wichtig war, dass ich auch dich einlade und für mich wirklich, auch wenn du das nicht so gerne hörst und nicht der Typ bist, eine riesen Ehre ist, dich da zu haben, ist ganz klar, als ich das Projekt gestartet habe, habe ich mir gesagt, ich möchte unbedingt mal eine Frau in meinem Podcast haben als erstes und ich möchte jemanden aus dem Segment Sport. Vor allem auch, weil ich mit meinem Podcast, dass die Leute heute ich ein bisschen mehr instruieren wegen dem Podcast, weil das ist die erste Folge, ich gehe breit in die Masse. Das heisst, es wird nicht nur in eine Richtung gehen, sondern ich möchte wirklich Sport, Musik und auch Lifestyle-Bereich abdecken. Darum ist es für mich umso größere Freude, dass ich dich heute schon hier empfangen darf. Merci vielmals. Auch für die ganze Unterstützung und Betreuung und Begleitung und dass du das ganze Projekt so unterstützt hast. Das Erste, was ich von dir möchte wissen, und das ist jetzt einfach auch zeitgemäss, wie geht es dir als Profisportlerin in dem ganzen Covid? Wir haben jetzt eine spezielle Situation mit dem Covid. Ihr habt auch Restriktionen gehabt, zum Trainieren. Ich möchte, dass du zuerst mal, dass wir ein bisschen beim Thema bleiben, weil das zeitnah ist. Wie geht es dir bei dem Ganzen und wie ist das ein bisschen gelaufen? Kannst du es ein bisschen erzählen? Mhm. Weil wir haben mitbekommen damals vom Bund, wie das gelaufen ist, trainieren, nicht trainieren. Nachher hat es geheißen, Profis dürfen trainieren. Wie ist es dir dabei gegangen? Es ist ja so, dass letztes Jahr die Frauenliga abgebrochen worden ist, aufgrund von dem, dass es eine Amateurliga ist, in Anführungs- und Schlusszeichen, was es ja eigentlich nicht ist, weil wir alle ganz viele Spielerinnen haben, die in der Nazi spielen. Ja, ist so ein recht politisches Thema ein bisschen daraus geworden, oder? Finde ich auch absolut richtig, ist auch wichtig. Und dann ist eigentlich ab der neuen Saison ein grosser Sponsor eingestiegen, AXA Women's Super League heisst es ja jetzt. Also die AXA Versicherung ist unser grosser Sponsor und durch das haben wir jetzt eigentlich das Privileg, in der Corona-Krise wieder zu trainieren. Mhm. Das heisst, wir sind eigentlich gleichgestuft worden wie die 3-4 Super League der Männer, was eigentlich absolut richtig ist. Und durch das haben wir eigentlich seither die Möglichkeit, weiterhin den Trainingsbetrieb aufrechterhalten. Mhm. Das heisst, wir können normal trainieren. Mhm. Und das ist sicher mal ein grosser Erfolg für uns. Also vorher haben wir schon noch mal ein bisschen gespürt, wie das ist, wenn wir einfach so ein bisschen abgesagt werden. Das heisst, kein Fußball mehr. Ja. Dabei leisten wir eigentlich sehr, sehr viel für den Sport. Und ich muss mir sagen, ich befinde mich in einem absoluten Privileg, dass ich trainieren darf und schätze das auch sehr. Absolut. Nochmal schnell fürs Verständnis für die Leute. Wir hören hier Amateurliga. Ja. Also verstehe ich das richtig oder auch für einen Laie? Mhm. Du bist eigentlich eine Profisportlerin. Also das heisst jetzt auch, du bist im Segment Profiliga, FCZ, Fußballfrau. Mhm. Heisst aber, dass du eigentlich immer noch als Amateur eingestuft wirst. Also das heisst, man hat dort müssen wie thematisieren,
gehören die jetzt zu den Profis oder nicht? Und das müssen wir uns schon mal schnell durch den Kopf gehen lassen. Also das heisst wieder, wir reden da, und das ist ein Thema leider im Sport bei Frauen, eigentlich von dieser Ungleichheit und eigentlich auch von dieser Unfairness in dem Sinn. Also, wenn ich das richtig verstehe, ein Mann auf deinem Niveau ist ein Profi und der hat normal trainieren, weil er als Profi eingestuft wird. Verstehe ich das richtig? Absolut. Also die Diskussion ist vor allem letztes Jahr eben im Frühling entstanden, als die Frauenliga abgebrochen haben. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass wir sind eigentlich die höchste Liga in der Schweiz. Wir trainieren auch viermal, wir haben Nazi-Spielerinnen, wir haben auch viele, die in eine Sportschule gehen und dort dann auch irgendwie 7-8 Trainings in der Woche haben. Nur ist es auf der Stufe vom Bund, und das ist eigentlich die Instanz, die dann entschieden hat, wer das trainieren darf und wer nicht, sind wir dort eigentlich noch als Amateure eingestuft worden, als Frauen im Fußball, obwohl das eigentlich die höchste Liga ist von der Schweiz. Und ich glaube, der Coronavirus war für alle schwierig. Man hat nicht gewusst, wie kann man den ganzen Sportbetrieb noch aufrechterhalten. Und durch das, dass halt einfach ein AXA eingestiegen ist als Hauptsponsor, hat es das wirklich aufgeklopft. Weil unsere Spiele jetzt auch, nicht alle, aber ein grosser Teil, auch im Fernsehen gezeigt wird. Also es wird übertragen. Und durch das hat sich dann die Situation wieder geändert. Aber man hat schon noch mal so einen bitteren Nachgeschmack davon gehabt, dass der Frauensport eigentlich schon noch recht überhaupt nicht auf der gleichen Stufe und Höhe ist, wie das der Mannenfußball ist. Das ist allgemein etwas, wo ich so feststelle, wenn ich mich mit Sportlerinnen, Profisportlerinnen unterhalte. Wir haben das Problem allgemein, aber auch in der Schweiz, dass einfach die Ungleichheit immer noch besteht im 2021. Und dort wollte ich darauf ansprechen, was Löhne betrifft. Das ist etwas, was mich richtig geflasht hat. Das hat Zürich nur richtig geflasht, einfach, dass ihr es wisst. Das heisst, ein Mann, nochmal, der in der gleichen Stufe ist wie du, sagen wir es so, ich tue es jetzt einfach erklären, dass die Leute das auch wirklich verstehen, der kann eigentlich ohne Probleme leben von dem. Also wir reden da, reden wir offen, der hat vielleicht 10.000 bis 12.000 Franken im Monat. Sponsoring sind auch nicht schlecht, also man hat zum Teil eine Wohnung gezahlt oder ist sicher mal finanziell abgesichert, man hat sicher mal ein Auto, das finanziert wird von Sponsoring, man hat sonst viel Unterstützung. Und was ich gehört habe, ist, dass Frauen tatsächlich, eigentlich grundsätzlich all deine Fußballkolleginnen, die müssen noch nebenbei arbeiten. Also das heisst, ihr könnt von dem, obwohl ihr auf einem Niveau seid von Profisportlerinnen, könnt ihr nicht von dem leben. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Und das ist etwas, wo nicht thematisiert wird, und das ist ein Problem. Und das ist für mich ein Problem in dem Sinn, wir können noch so Feminismus schreien und alle schreien, was wir alles möchten. Ich finde, man muss langsam mal ein bisschen abbrechen und langsam anfangen. Weißt du, so Thema für Thema irgendwie. Und ich habe dann Mühe, wenn ich sehe, ja eben, und wir müssen für die Frauen und Feminismus und drum und dran. Und dann höre ich, dass in 2021 tatsächlich Meryem Tertschun, googelt sie, nicht kann leben vom Profisport. Ja, du siehst das völlig richtig. Ich habe sehr lange mit mir selber gekämpft, wenn es um das Thema gegangen ist, dass ich eigentlich das schwere Los von der Frau im Fußball gewählt habe. Und es hat mich oft mega wütend gemacht. Es enttäuscht mich auch extrem, dass es einfach so ist, wie es ist. Und das ist natürlich krass, weil es ist ja nicht nur der Frau, es ist ein riesen Thema. Equality, Gleichberechtigung, Gleichstellung und die Sachen. Richtig. Und ich kann das absolut bestätigen, was du recherchiert hast. Es ist wirklich so, dass wir eigentlich alle in der Schweiz immer noch arbeiten gehen. Viele von uns gehen grösstenteils studieren. Wir haben viele, die Schule machen, die studieren. Also bei uns in der Garderobe findest du Frauen, die Ärztinnen werden werden, Physiotherapeutinnen werden werden und also wirklich hoch angesehene Berufe, wo sie natürlich das alles irgendwie versuchen, am Fußball vorbeibringen. Und absolut ist es unfair und es ist überhaupt nicht richtig. Wenn man dann so das grosse Ganze im Fußball anschaut, muss man leider halt schon sagen, dass es etwas ist, das viel Energie und Kraft braucht, das zu verändern. Und ich glaube, es ist so, dass in der Schweiz in vielen Punkten, wenn man es jetzt so ein bisschen, auch ein bisschen breit gefächert anschaut, einfach sind wir extrem langsam unterwegs. Und wir wollen auch selber nicht wirklich viel verändern. Also ich glaube, das Problem der Frauen ist auch oft, dass wir sagen, ja, ist doch gut so, wie es ist. Und ja, wir haben ja alles, was wir brauchen. Nein, stopp. Hey, wir leisten extrem viel für diesen Sport. Ich gebe meinen Körper her für den Sport, aber ich gehe am Tag bügeln, dass ich mein Leben finanzieren kann. Und irgendwann muss das einfach muss sich das ändern. Richtig. Das heisst, es muss mehr im Fernsehen kommen, es muss viel visueller sein, es muss mehr darüber berichtet werden. Und durch das kommt natürlich auch die Aufmerksamkeit der Leute. Weil ich glaube, ganz viele Leute finden Frauenfußball an sich mega etwas Interessantes. Also, es ist wie
habe mich irgendwann wie damit abfinden, dass es ein sehr grosses Thema ist, wo an vielen Ecken immer noch nicht das funktioniert, so wie es sollte. Oder? Und du musst wie aufpassen, dass du dann als Sportlerin einfach den Fokus einfach auch behaltest und deine Leistung immer bringen kannst. Ja. Was für mich noch spannend ist, was in das Thema hineingeht, ich habe vielfach, und das hat mir eigentlich schon fast weh im Herz da, ich habe vielfach von dir gehört, dass du eigentlich aufgrund von dem musst sagen, dass der Profifußball für dich als Frau ein Hobby ist. Mhm. Du erwähnst das viel als Hobby und das hat mich auch mega erstaunt, wo ich sage, eine Frau, die so viel trainiert, die so viel in das hineingibt, wo auf ihre Gesundheit achtet, die trainiert, wo schaut, dass sie sich richtig ernährt, um Höchstleistung zu erbringen, dann auf dem Feld, muss sagen, das ist ein Hobby, weil du hast recht, am Ende des Tages, alles, ganz ehrlich, was mir nicht Geld bringt, am Ende des Tages, ist Hobby. Alles, was ich meine Krankenkasse nicht zahlen kann am Ende des Monats, alles, was ich meine Miete nicht zahlen kann am Ende des Monats, ist Hobby. Und das hat mich geschockt bei meinen Recherchen, dass ich feststellen musste. Und ich finde es auch wirklich traurig, ehrlich gesagt. Gerade die Schweiz, die doch sehr gegen aussen geht, wir sind so für Frauen. Ich für mich habe immer das Gefühl, ja, ich im Büro habe mit dem zu kämpfen. Weißt du, im Büro, oder? Der Mann dort vis-à-vis macht das Gleiche wie Zürichschnurren und verdient 700 Stutz mehr und kann weniger als ich und schreibt schlechter als ich und hat keinen Plan und hat auch nicht die Fremdsprache. Nein, es ist auch im Sport so. Yeah. Und noch schlimmer. Also das heisst, ich kann gut damit leben in dem Sinn, dass ich 500, 700 Franken weniger verdiene als mein männlicher Gegenüber. Mhm. Aber im Sport ist mir die Diskrepanz, wie man sagt, zu extrem. Ja, weil da reden wir von Tausenden von Franken im Monat, wo Frauen nicht überkommen. Und ich finde, das ist ein Thema und ich hoffe, auch wenn ich jetzt noch nicht so einen riesen Namen habe, ich hoffe, dass es nochmal Aufwind gibt und dass die Leute sich dem einfach bewusst werden. Weil die andere Seite ist, ich habe vielfach auch gemerkt, dass Männer finden es mega cool, Frauenfußballerinnen. Wir haben gewisse Klischees. Ja, Frauenfußballer sind mega trainiert und sind immer nicht hetero oder wie auch immer. Ja. Das sind alles Klischees. Und im 2021 lasse ich mich auf die gar nicht ein. Ja. Aber es ist für mich erstaunlich, dass eigentlich viele an dem Frauenfußball Freude und Spass haben. Und gerade Deutschland ist für mich auch ein grosses Beispiel. Die Nationalmannschaft von Deutschland, die machen ja immer einen Megawind und sind vorne dabei. Aber dass in der Schweiz niemand aufsteht, wer wäre dann Ansprechperson zum Aufstehen für euch Frauenfußballerinnen? Das ist das, was ich nicht herausgefunden habe. Wer könnte da etwas machen? Gibt es da einen Verband? Gibt es da irgendetwas, irgendjemand, der sagen könnte, hey, look, wir könnten das ändern? Ja, ich glaube, du sprichst das extrem spannendes Thema an. Nur ist das Thema extrem tief und sehr breit. Und ich glaube, man muss immer so ein bisschen sehen, der Fokus vom Fußballverband, vom Schweizer Fußballverband, liegt bei den Nazi-Spielerinnen. Und es ist ja so, dass unsere Liga eigentlich, wie bei den Männern auch, eine Ausbildungsliga ist. Viele junge Spielerinnen gehen schon sehr früh ins Ausland. Und das ist auch richtig. Nur müssen wir wie die Struktur in der Schweiz schaffen, dass wir die Spielerinnen vielleicht ein bisschen länger behalten können, dass wir ihnen etwas bieten können und unsere Position anerkennen. Ich glaube, der Frauenfußball muss wirklich sehen, dass wir. Was ist unser Vorteil? Ist, dass wir die Spielerinnen ausbilden können. Und wie ich vorher schon gesagt habe, dort, wo Geld rum ist, dort wächst auch etwas. Und man muss vielleicht den Mut haben, als Investor oder als Sponsor in Frauenfußball zu investieren. Ja, weil das ist etwas, das in den nächsten 20 Jahren auf jeden Fall auf ein viel höheres Niveau wird kommen. Wie gesagt, ich habe mega oft mit dem Kader und es hat mich frustriert und alles, dass ich eigentlich nur aus dem Grund, dass ich eine Frau bin, meinen Lebensunterhalt nicht damit verdienen kann. Und irgendwann musst du dich fragen, was kann ich aber dafür machen, dass ich das verändere. Das heisst, dass ich wie mit dir jetzt über das Thema rede, dass wir nach außen gehen. Es gibt mega viele Leute, die keine Ahnung, wie der Frauenfußball in der Schweiz strukturiert ist. Richtig. Und vielleicht regt das eben dann auch andere Leute an, das zu verändern. Und ich glaube, man muss dem Ganzen ein bisschen positiv entgegenschauen. Auch wenn ich schon mega lange dabei bin und es mich irgendwie mega frustriert zwischendurch. Gilt es einfach darüber zu reden und die Punkte anzusprechen, weil nur mit dem kommt die Veränderung und dass wir einfach auch vor allem dranbleiben, weil Qualität haben wir ja in der Schweiz. Genau, ich glaube, Schluss und Ende kann man dort auch ein bisschen sehen, dass die Schweiz wirklich muss wegkommen von dem, dass es eigentlich eine Aufbauliga ist. Das habe ich eben auch schon viel gehört. Und das sieht man auch. Das ist jetzt das Thema beim Männerfußball oder bei Frauenfußball. Man baut sich auf, die Schweiz hat Infrastruktur und alles und ist ein super Lehrer in dem Sinn. Und sobald dann das läuft, an dem Messi ins Ausland. Ja. Es wäre wieso eigentlich, um die Talente da zu behalten und erst recht bei den Frauen. Ich glaube, erst dann
Wenn wir ein bisschen von dem wegkommen, von nur ein Aufbau-League sein, wird das sich vielleicht verändern? Ja, und es braucht definitiv auch mehr rechtliche Grundlagen. Also im Mannenfußball hast du viele Regeln, hast du viele vertragsbindende Regeln, die ein Verein hat, wenn es um Ausbildungsentschädigungen geht und. Und dort kommt natürlich das Geld ins Spiel. Und im Frauenfußball muss man sich vorstellen, ist das wie noch nicht so ausgereift. Was ich da dazu auch noch spannend finde und muss sagen, ist, Frauenfußball lässt sich auch überhaupt nicht mit dem Mannenfußball vergleichen. Es ist die gleiche Sportart. Und für die, die jetzt zuhören, vielleicht Frauenfußball noch nie geschaut haben, es ist etwas anderes. Man schaut Frauenfußball anders. Mhm. Es ist technisch und taktisch absolut das Gleiche. Mhm. Es ist von der reinen Physis her aber etwas anderes. Mannenfußball ist einfach nur mal schneller. Mhm. Nur, was du beim Frauenfußball hast, ist noch nicht die vielen Spielmanipulationen. Mhm. Wir sind nicht die, die wie der Neymar sich dreimal um sich selber ruggeln, wenn er gefoult wird. Mhm. Es ist wirklich noch ein sehr ein authentischer Sport. Und was dazu auch noch kommt, was mich viele Leute schon gefragt haben, ist, was hebt sich in der Frauenfußball ab, ist, wir sind extrem tolerant. Mhm. Also bei uns ist es ein grosses Thema im Fußball sowieso Integration von verschiedenen Kulturen. Das ist bei uns sowieso mega vertreten. Also wir haben Leute von überall her auf dieser Welt. Was bei uns eben auch ist, wir sind, bei uns bist du, egal ob du lesbisch bist oder nicht, ob du es spielt keine Rolle, woher du kommst. Mhm. Und Frauenfußball steht für Toleranz und Offenheit, was man im Mannenfußball leider nicht wirklich kann sagen. Es ist so, dass viele Männer Fußball spielen, die schwul sind, die einfach absolut das Problem haben und einfach nicht in die Gesellschaft rausgehen mit dem. Absolut. Als Mann im Fußball hast du eine andere Position. Allgemein im Sport haben wir das Problem, dass das etwas ist, wo, also man kennt es, ja, Männer, die sich geoutet haben, geht die Karriere dann sehr, sehr schnell bergab. Sponsoren springen ab. Shitstorm auf dem Insta, auf Social Media, wie auch immer. Also ist das sicher auch ein grosses Problem. Wenn du jetzt gerade so sagst, Toleranz im Frauenfußball wird gross geschrieben. Wie siehst du es zum Thema Women Empowerment? Das ist etwas, wo ich mich in letzter Zeit extrem befasst habe. Ich arbeite nebenbei, ich bin Mami nebenbei. Ich bin in letzter Zeit sehr angewiesen gewesen auf Unterstützung. Und bin aber sehr enttäuscht worden auch irgendwo durch. Gerade auch von Frauen, muss ich dir sagen. Gerade auch von Frauen. Und schon über meine ganze Karriere hinweg ist die mir meistens den Knickbruch haben versucht zu geben, weil ich bei Zürich nur, so schaffst du das nicht so schnell. Aber wo wir versucht haben, den Knickbruch zu geben, eigentlich, sind Frauen. Mhm. Und ich möchte auch über das reden, weil wir reden immer sehr schnell Männer, dies, das und Männer schlecht reden. Reden wir mal darüber, wie Frauen sich nicht unterstützen und was kann man dagegen machen. Und darum freue ich mich aber zu hören auch und möchte eigentlich beim positiven Teil bleiben in dem Sinn, dass im Frauenfußball das gross geschrieben wird, Toleranz. Weil ich habe leider vielfach erleben, eben wie zum Beispiel im Beruf, dass am Ende des Tages die am wenigsten Verständnis hat, dass ich jetzt früher nach Hause gehen muss, weil mein Sohn etwas hat in der Kita, ist dann eine Frau, die ein Problem hat. Und habe ich bei männlichen Chefen nie ein Problem gehabt. So Women Empowerment ist für mich im Moment so etwas, wo man gerne gegen raus geht auf Social Media, wo man lässig tun, uns alle ein bisschen die Hand reichen, hey, wir Frauen, wir sind's. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann kann ich auf meine Jungs zählen. Nach wie vor. Wie ist das im Frauenfußball? Wie ist das so konkurrenztechnisch und mit Unterstützung? Wie läuft das so ein bisschen bei euch? Ich würde sagen, da müssen wir zwei Unterschiede machen. Einerseits ist die Kultur innerhalb vom Team. Und da rede ich von meinem Team beim FC Zürich, aber auch sicher von der Nationalmannschaft, ist wirklich, dass wir auf dem Thema eben Toleranz, wenn es um die andere Person geht, sehr, sehr tolerant sind und offen sind. Also bei uns hat jeder Platz. Wenn wir jetzt aber auf das Thema gehen, dass Frauen mehr oder im Frauenfußball mehr müssen vielleicht Positionen einnehmen, die entscheidungsfähiger sind. Das heisst, beim Fußballverband eine gute Position haben. Das heisst, vielleicht Sportchefin sein, Trainerin sein. Dort sind wir dann immer so ein bisschen, wenn ich meine Fußballkarriere beende, möchte ich vielleicht lieber einfach in meinem Bürojob bleiben. Irgendwann habe ich vielleicht 7 Kinder und gut ist. Nein, wenn wir etwas verändern wollen, und ich glaube, darum sehe ich auch mich selber in dieser Generation als verantwortlich dafür, dass die nächste Generation einfach gewisse Vorteile hat, dass wir uns unterstützen müssen. Und wir müssen auch herstellen und sagen, hey, das passt uns nicht, wir brauchen das, das und das. Wir brauchen die und die Veränderung. Und ich habe das Gefühl, wir sind oft noch in diesem Modus im Schock und irgendwie so ein gelähmt, dass wir nicht herstehen für die Rechte, die wir brauchen, auch im Frauensport. Ich rede hier ja nicht nur vom Frauenfußball, sondern auch viele andere Sportarten, wo Frauen sehr benachteiligt sind. Also wir müssen den Mut haben,
um selber herzustehen und zu sagen, hey, ich möchte diesen Lohn, ich möchte das, ich brauche das. Okay. Weil, man muss noch mal sagen, also ich gebe jetzt meinen Körper hin, jahrelang für eine intensive Arbeit, wo ich nichts damit verdiene. Ja. Und das ist einfach nicht richtig und das müssen wir schon auch sehen. Und ich glaube, das ist ein das Problem. Ja. Dass wir uns einfach so ein mit dem zurechtgeben, was die letzten paar Jahre so war. Und Veränderung kommt nur mit dem, was du forderst. Richtig, und absolut. Wir müssen selber Trainerin sein, wir müssen selber vorne herstehen und auch nicht Angst haben davor, vielleicht etwas zu führen, weil gesellschaftlich siehst du immer so, eine Frau in einer Führungsposition hat immer das Gefühl, sie muss so führen, wie ein Mann führt. Richtig. Das ist ein grosses Problem. Aber nicht so führen, wie Männer führen. Ja. Wir müssen so führen, wie Frauen führen. Und das ist genau das, was ich so wahnsinnig wichtig finde. Und vor allem führen als Frau, aber führen auch mit Männern. Weil Männer sind genauso wichtig im Konstrukt Sport und Fußball bei den Frauen, wie auch sonst in unserer Gesellschaft. Absolut, absolut. Du hast vorhin ein bisschen angesprochen, gerade auch so ein bisschen, die jüngere Generation, dass du so ein bisschen eigentlich auch, ja, eigentlich, das hast du mir auch schon gesagt, Vorbildsfunktion auch sein. Für die, du bist selber jung, aber es kommen immer noch Jüngere und es hat viel Nachwuchs. Du hast auch, wenn ich so sagen darf, und wir haben darüber geredet und ich darf das sagen, bei dir war es nicht so einfach, deine Karriere und das zu erreichen. Ja. Also du hast sehr viel selber machen müssen. Weil für mich gibt es immer so einen Unterschied. Also, wir können offen reden, es gibt die Familien, die einfach Köln haben und schicken mal das Kind mal im Fußball und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Und dann gibt es die Talente wie du, die das wollen und die das spüren. Und ich finde das ganz einen wichtigen Punkt und möchte dort bei den Jungen ansetzen und sagen, dass sie dort wirklich ansetzen müssen. Auch gerade junge Mädchen, junge Frauen, ob ihr Karate machen wollt, Judo, ob ihr Fußball machen wollt oder wie auch immer. Ich finde es mega wichtig, dass dort wir die jungen Mädchen mehr motivieren und aufhören, die Talente irgendwie verstecken, weil es einfach heisst, es wird ein schwieriger Weg. Weil das ist ja so und das müssen wir akzeptieren. Als Frau ist es ein schwierigerer Weg und das können wir nicht verleugnen. Wie siehst du das? Was würdest du sagen, gerade du, die jetzt auch nicht so einfach hast, so ein bisschen als Motivation für Junge, die sagen, ich spüre, dass ich ein Talent habe als Sportlerin. Gerade junge Frauen, aber auch junge Buben. Was war für dich der Drive gewesen? Was hat dich motiviert, das so durchzuziehen? Ich muss ein bisschen ausholen. Man muss schon sehen, dass der Fußball an sich als Sportart nicht wirklich mega teuer ist. Also es ist ein Sportart, der eigentlich gut zahlbar ist für Eltern. Oder? Wenn man zum Beispiel bedenkt, Eiskunstlauf ist sehr ein grosser, also ist ein teurer Sport. Dennoch ist es leider im Frauenfußball so, dass viele Eltern irgendwann wie sagen, hey, du verdienst nicht mit Sport, du musst eine Ausbildung machen, das ist viel wichtiger. Und dort fängt die Problematik schon so ein bisschen an. Oder? Ich würde sagen, wir haben oft im Frauenfußball eher Leute oder Eltern, die das stemmen können. Das heisst, aus einer besseren sozialen Schicht. Das heisst, sie können mehr ihre Mädchen in dem unterstützen, dass sie in die Schule gehen, dass sie Sport machen, dass sie eine Lehre machen, dass sie arbeiten können, weil sie vielleicht noch länger zu Hause wohnen können, weil sie finanziell von den Eltern wirklich abgesichert sind. Und das ist wie fast schon ein bisschen notwendig, dass du den Sport machen kannst. Weil du kannst nicht den Sport machen, 60% arbeiten und in Zürich, ich meine, wir wissen alle, wie teuer das Zürich ist, irgendwie nur alleine leben. Bei mir war es so, dass ich komme sehr aus einfachen Verhältnissen. Also meine Mami ist sehr lang, also ist alleinerziehend. Ich musste schon früh lernen, mit Geld umzugehen. Ich musste früh lernen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du einen vollen Kühlschrank hast. Das ist auch so mal ein Beispiel, oder? Ja, so, dort fängt es an. Dort fängt es an. Und irgendwann kommt dann das Thema eben Fußball. Und du musst sicher eine Lehre machen, du musst sicher eine Grundausbildung haben. Und dort war für mich einfach immer so, für mich war immer klar, dass ich Fußball spielen wollte. Und ich habe immer gewusst, ich finde einen Weg. Jetzt hatte ich aber eine Mutter, die immer hinter mir gestanden ist. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass wenn man aus so einer sozialen Schicht kommt, vielleicht eher Eltern hat, die sagen, nein, Frau Fußball ist nicht für dich, das ist nur ein Männersport und. Und dann hast du hast wie niemand mehr, der dich unterstützt. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass mich meine Mutter immer unterstützt hat. Oder mein Bruder auch. Und durch das habe ich habe von Natur aus einen extremen Willen. Habe ich für das gekämpft, was mir wichtig ist und was mir Freude macht. Oder? Und
Darum die Message an alle da draussen, die halt einfach zuhören. Es spielt absolut keine Rolle, aus welcher Schicht du kommst, wie viel Unterstützung du hast oder nicht hast. Du spürst das in dir, wie wichtig dir das ist. Richtig. Und wenn es deine Leidenschaft ist, dann findest du immer einen Weg. Mhm. Aber der Weg ist nicht einfach. Also ich kann nicht von mir sagen, dass es einfach ist. Absolut. Und dazu kommt sicher auch noch, dass meine Verletzungen auch noch mal einmal mehr bewiesen haben, dass auch man mit dem rechnen muss. Es sind Schicksalsschläge oder Momente, wo du im Sport einfach musst damit rechnen. Es gehört einfach dazu, das muss man sich bewusst sein. Mhm. Aber ich wäre schon froh gewesen, hätte ich vielleicht Eltern gehabt, die Ärzte sind und mich dort hätten auflupfen können. Mhm. Und dort sehe ich mich immer wieder an das, dass wir auf die Welt kommen, ohne irgendetwas nehmen, ohne wieder gehen. Und das ist immer so im Hinterkopf geblieben, auch aus dem Grund, dass ich sehr viel, halt einfach meine Familie auch aus Algerien kommt und einfach Struktur auch dort anders ist. Sie kommen aus dem Krieg, die haben nichts gehabt. Mhm. Und ich glaube, dem muss man sich einfach extrem bewusst sein. Ich möchte schnell das Thema nochmal aufgreifen. Was sind deine Zukunftspläne? Was hast du so ein bisschen geplant? Was macht Miriam Tertschun noch ein bisschen in Zukunft? Was hat sie geplant? Hast du irgendetwas Spezielles im Kopf? Oder bist du da noch eher ein bisschen offen? Was sind deine Pläne? Das ist eigentlich so ein bisschen meine Frage. Ich würde von mir sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr nach dem Sinn des Lebens sucht. Das klingt jetzt so mega esoterisch, ist aber so. Was meine Zukunftspläne betrifft, ist es definitiv so, dass ich eine Arbeit machen möchte, die sinnvoll ist, die mich erfüllt. Ich glaube, das ist so das, nachdem wir alle streben, ist morgen aufstehen und können sagen, hey, ich mache meine Arbeit gerne und ich stehe wegen dem auch gerne auf. Das heisst sicher mit Menschen arbeiten. Ich denke auch, es wird auf jeden Fall im Sportbereich sein. Aber natürlich gibt es auch noch andere Ziele, die ich habe. Also ich hätte sicher gerne auch eine eigene Familie. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich wirklich irgendwie... Ich bin auch mega ein Familienmensch, also das auf jeden Fall. Aber ich bin nicht jemand, der nicht untätig sein kann. Das heisst, ich werde mein Leben lang irgendetwas machen. Ich will mein Leben lang arbeiten und etwas bewegen und habe ganz viele Ideen und ganz viele Sachen im Kopf. Ich möchte jetzt aber noch nicht zu viel darüber erzählen. Es muss ein bisschen ein Geheimnis bleiben, aber ich freue mich extrem auf das, was noch kommt. Mhm. Und bin mich schon ein bisschen darauf vorbereiten, wie die Zeit wird sein, dann, wenn ich dann nicht mehr Fußball spiele. Das auf jeden Fall. Um trotzdem ein bisschen etwas zu erzählen, ganz wenig, was natürlich Zuschauer und Zuhörer auch wird interessieren. Ich weiss, Insider, nach meiner Recherche, dass du an deiner Ausbildung bist als Trainerin. Also das heisst, wir dürfen dort noch einiges erwarten, ist das richtig? Auf jeden Fall. Ich glaube, Trainerin sein ist etwas, was ich schon immer wollte. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in 2019, als ich U14 und U17 auf der Frauen trainieren durfte. Was für mich eine wahnsinnige Erfahrung war. Und ich glaube, dort haben wir als Frauen extrem viel Potenzial im Frauenfußball. Und es braucht viel mehr Frauen, die Trainerinnen sind. Das ist einfach extrem authentisch. Und ich glaube, das ist etwas, was mich sehr erfüllen würde, auf jeden Fall. Also ich arbeite fest daran, dass ich die Trainerdiplom auch gut absolvieren kann. Zum Thema Trainer möchte ich mich unbedingt noch, und das ist ganz wichtig, bei meinem langjährigen Kollegen Yassin Mikari bedanken, der mich mit seiner Frau sehr, sehr unterstützt in dem Ganzen und mir ganz klar auch Türen aufgetan hat für das erste coole Interview. So viel kann ich dazu sagen. Also Familie Mikari, danke vielmals. Es heisst übrigens wirklich nicht Mikari, es heisst Mikari, wie man es in Tunesien schön sagt. Also Familie Mikari, danke vielmals. Ich liebe euch, das wisst ihr. Ich auch, und es ist wirklich wichtig gewesen, dass ich das erwähnen tue. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es ist mir in den Sinn gekommen, weil wir vom Trainer hatten. Ja. Und Yassin Mikari ist mittlerweile auch erfolgreicher Trainer. Und seine Karriere ist zum Respektieren, ist mir für mich, muss ich ehrlich sagen, als Zürichschnurren auch viel zu wenig rapportiert worden über das. Mhm, es hätte nochmal mehr sein dürfen. Ja. Aber ich habe seine Karriere immer verfolgt, auch was er in Tunesien gemacht hat, Grosses geleistet hat. Mein grosser Respekt allgemein an euch alle Sportler. Ein grosser Respekt. Für mich ist es noch, zum schnell einlenken und das Ganze ein bisschen abschliessen. Was ich an euch Sportler bewundere, ist eigentlich eure Psyche. Und ich finde, das ist ein grosses Thema. Für mich ist Psyche allgemein jetzt in dieser Pandemie zum Abschliessen ein grosses Thema geworden. Ich habe auch in meinem Umfeld festgestellt, wie eigentlich alle ganz anders mit dieser Pandemie und mit dem psychischen Stress, wo wir, sind wir ehrlich, seit März 20 von heute auf morgen hatten. Mhm.
ich habe mich dort sehr an meine Sportlerkollegen gehalten. Ich habe zum Glück viele Sportlerkollegen, die mir auch immer sehr positiv zugeredet haben. Mhm. Ich bin selber ein sehr positiv eingestellter Mensch. Aber die Sportler haben einfach so ein Mindset, vor allem auch, dass immer das selber motivieren. Das ist etwas, was mich fasziniert. Mhm. Also, sie haben die Kämpfernatur und ich glaube, das bringt den Erfolg auch, egal was du machst. Mhm. Und das ist etwas, was ich dich noch ein bisschen fragen wollte, abschliessend. Was machst du in Zeiten, wo du sagst, ich mag nicht mehr? Ich bin wirklich an einem Punkt und ich glaube, jeder hat vielleicht einen anderen Range, wo der Punkt kommt, bei meinen davor, bei meinen nachher. Aber wie gesagt, gerade in dieser Pandemie haben wir alle sehr schnell gemerkt, dass wir an unsere Grenzen kommen. Mhm. Sei es beruflich, sei es privat. Unerwartete Situation. Ich möchte abschließend dich fragen, was machst du als Profisportlerin, wenn du einen Tag hast, wo du sagst, heute mag ich nicht, mhm. Was machst du dann, um dich zu motivieren? Und das ist vor allem für mich auch an die Jungen gerichtet. Wir haben im Moment viele Junge, die auch von einer riesen Herausforderung stehen, in dieser ganzen Pandemie, nicht mehr rausgehen können, wie sie möchten. Wir haben das Thema Stadelhofer-Szene in Zürich. Ist auch ein Thema, das mich sehr interessiert, wo ich gerne noch in Zukunft darauf eingehen werde. Ich möchte geschwind dich fragen, was machst du an so Tagen, um dich zu motivieren? Und gerade auch an die Jungen gerichtet. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, was halt schon ist, wir Menschen, wir haben immer das Gefühl, wir können alles kontrollieren. Bis zu dem Punkt, an, wo wir merken, wir haben eigentlich nichts unter Kontrolle. Das heisst, wir wissen nicht, was in unserem Umfeld passiert, was in gewissen Lebenssituationen passiert. Und ich glaube, dort sind wir einfach ungeübt. Der Vorteil, den du als Sportler hast, ist, dass du viel mehr in Drucksituationen reinkommst. Das heisst, du spielst vor x-tausend Zuschauern, du hast ein wichtiges Spiel, du musst mit dem Druck umgehen. Darum sind wir vielleicht ein bisschen geübter in dem und können uns dort viel mehr Motivation holen. Darum ist es für uns ein bisschen einfacher, wenn wir uns so ein bisschen selber motivieren können, wenn wir auch gewisse Ziele haben. Und wenn ich von Zielen rede, ist das für alle mega wichtig. Was auch hilft, um sich selber zu motivieren, ist, wenn man sich selber Ziele setzt. Mhm. Und die Pandemie betrifft uns alle. Es ist für alle im Moment nicht einfach. Aber wichtig ist trotz allem, dass man sich selber Ziele setzt und dass man die auch verfolgt. Und das können auch ganz kleine Sachen sein. Und wenn es mir manchmal, wenn ich merke, okay, heute ist ein Tag, den ich gar nicht mag, und ich mega unmotiviert bin, ich nicht weiss, wenn ich wieder aus dem Loch rauskomme, dann setze ich mir ganz kleine Ziele. Das heisst zum Beispiel, dass ich einfach heute zu rechter Zeit etwas esse, weil ich weiss, mein Körper braucht das und ich muss nachher wieder Leistung bringen. Oder dass ich mir sage, okay, ich brauche frische Luft, ich bin im Homeoffice, ich gehe ein bisschen laufen. Das sind so die kleinen Sachen, die du für dich selber im Alltag machen kannst. Weil im Alltag ist es immer so schwierig, sich wieder aus dem Loch rauszureissen. Genau. Und wenn ich an die Jungen denke, tut mir halt jetzt im Moment extrem leid, weil es einfach wirklich nichts gibt, was ich machen im Moment. Und dort finde ich einfach ganz, ganz wichtig, dass du trotz allem immer im Kontakt bist mit den Leuten, die dir wichtig sind. Das heisst Familie und Freunde. Ich zum Beispiel habe auch ganz viele Freunde, die nicht in der Schweiz leben, die einfach für mich mega wichtig sind. Und da brauche ich den Kontakt. Und das heisst auch wirklich, wir haben einen riesen Vorteil mit Handy und allem. Heutzutage kannst du einander anrufen bis auf Afrika runter. Und ich sehe einfach, dass die ganz kleinen Sachen extrem wichtig sind und dass man die sich immer wieder vor Augen führt. Und, um das noch abschließen, ist, dass man einfach sich selber auch manchmal einfach etwas Gutes tun muss und nicht so selbstkritisch darf sein, weil einfach die Situation nicht ganz einfach ist. Sehr schönes Schlusswort eigentlich. Für mich hat Miriam eigentlich schon mega schön das abgeschlossen. Ich möchte im Allgemeinen einfach sagen, ich finde es ganz wichtig, dass wir positiv eingestellt bleiben in dieser ganzen Situation. Es ist eine schwierige Situation für uns alle. Wichtig ist daran zu denken, wir sind alle im gleichen Boot in dem Sinn. Also haben wir sicher gewonnen, wenn wir sagen, dass wir uns gegenseitig gerade in dieser Zeit supporten. Mhm. Ich finde, Leute, die ihre Projekte haben, gehen jetzt noch extra rein, gehen die extra Meilen. Ihr habt jetzt die Zeit. Mhm. Die Zeit wird uns so nicht mehr geben, weil im Moment steht die Welt, blöd gesagt, still. Ich will nicht sagen, dass jetzt der Armageddon ist, aber wir waren kurz vor einem Armageddon. So ist ein bisschen das Feeling. Und ich finde, bleibt dran. Wirklich motiviert euch, supportet euch. Reach out. Also das heisst, schaut auf euch. Ich merke, dass es geht ein bisschen verloren jetzt in dem Ganzen. Wir reden über die Pandemie, über Covid. Aber im Alltag abgebrochen, es ist wichtig, seid lieb zueinander, schaut zueinander. Läutet eurer Mutter,
extra nochmal an, läutet eurem Bruder extra nochmal an, eurer Schwester, eurem Cousin, wie auch immer. Es macht viel aus. Es macht extrem viel aus. Es ist das, was auch mir den Drive gibt, dass ich im Moment extrem viele Leute habe, die mich supporten, genauso wie ich sie unterstützen tue. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft. Und mir war wichtig, heute das Thema Pandemie und Covid nochmal ein bisschen zu thematisieren, weil das ist zeitnah, das ist aktuell. Es ist etwas, das niemand ignorieren kann. Und ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt, bleibt gesund und wichtig, bleibt dran und vor allem bleibt eure Träume. Und egal was rundum ist oder sonst irgendwie an Negativität vielleicht euch im Moment auch bedrückt oder an sonst Gedanken, bleibt dran und bleibt positiv. Das ist das, was Zürich nur euch wirklich auf den Weg mitgeben will. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe mein Zeug durchgezogen und ich werde es weiter durchziehen. Das ist erst der Anfang. Und es ist für mich wirklich immens, dass ich von Konzepten an meinem Laptop heute da sitze mit der Miriam Tertschun. Zeigt mir, dass meine Einstellung, meine Grundeinstellung so korrekt ist, dass ich als Frau, als eine schwarze Frau, als eine alleinerziehende Mutter alles kann erreichen, was ich im Leben möchte. Wunderbar gesagt. Das war es. Dankeschön.